An die Dormitio-Abtei in Jerusalem sind antichristliche Parolen gesprüht worden. Eine Polizeistreife entdeckt die Schmierereien an der Außenmauer der katholischen Kirche auf dem Zionsberg. Nach Angaben eines Kirchensprechers steht auf der Mauer unter anderem auf Hebräisch »Tötet die Heiden und tot den christlichen Ungläubigen«. Die Kirche der Benediktinerabtei Dormitio ist eine wichtige Pilgerstätte für Christen. Der Überlieferung zufolge starb hier die Gottesmutter Maria. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Schändungen oder Brandanschläge auf christliche Stätten in Israel deutlich zugenommen. Für die Attacken werden in der Regel jüdische Extremisten verantwortlich gemacht.